Ja, dann würde ich sagen, starten wir doch gleich inhaltlich mit unserem Thema Ich bin stark, wenn und weiß, was ich will. Es wird heute Vormittag um dann das Thema, um den Themenkomplex Resilienz gehen, wie ich finde, doch ein sehr wichtiges Thema. Und als ich jetzt heute Vormittag den Vortrag von Frau Rasfeld anhörte, dachte ich erst, Mensch, eigentlich hat sie schon alles gesagt. Was habe ich Ihnen mitgebracht? Oh je, zuerst mal ein kleines bisschen Theorie. Das werde ich sicherlich nicht vertiefen, aber vielleicht so ein Gerüst stecken, auf dem wir dann nachher die Praxis gut einordnen können. Und dann soll es im Schwerpunkt darum gehen, Kinder stärken. Wie können wir das bewerkstelligen? Ich werde versuchen, hierbei das Spektrum von Kindertageseinrichtungen und Schule im Blick zu behalten. Aber da gibt es dann sicherlich von Ihnen auch noch die ein oder andere Frage, die es mir dann ermöglicht, noch mal ein bisschen tiefer einzusteigen in das jeweilige Interessensspektrum. Ja, die Lebenssituation ist nicht erst aktuell, sondern schon etwas länger durch eine vielleicht mitunter auch eigentümliche Spanne gekennzeichnet. In besonderer Weise wurde das aber in den vergangenen anderthalb Jahren uns vor Augen geführt. Einerseits sind für uns die individuellen Freiheitsgrade des einzelnen Kindes, des einzelnen Menschen insgesamt für die Gestaltung der individuellen Lebensweise sehr hoch. Und andererseits haben wir aber für diese Freiheitsgrade auch einen Preis zu bezahlen. Also zum Beispiel in den Lockerungen von sozialen oder kulturellen Bindungen, damit verbunden mit Ungewissheiten, aber auch so etwas wie moralische oder wertemäßige Widersprüchlichkeiten, die uns mitunter das Hineinwachsen in eine moderne, globalisierte Gesellschaft mit Zukunftsunsicherheiten vereint. Die Welt ist, das wissen wir aus unterschiedlichsten Studien, bei aller Informiertheit, die wir heute haben, doch und auch wieder gerade in den vergangenen anderthalb Jahren unlesbarer, unklarer, unvorhersehbarer geworden. Und die Entwicklung von Kindern, die ist eben auch immer eingebettet in aktuelle gesellschaftliche Entwicklungen. Sie ist nicht losgelöst von diesen Entwicklungen zu betrachten. Es gilt also immer die Frage zu stellen, welche Ressourcen brauchen Kinder zur Lebensgestaltung und vor allem zur Bewältigung ihrer Entwicklungsaufgaben, aber auch zur Bewältigung von Krisen in einer solchen Gesellschaft. Und wie wir dann Kinder ermutigen können oder eben stärken können, so etwas wie Handlungen, die sie bereits ausführen, imstande sind oder auch jene, die sie gerade erst im Begreifen sind, selbsttätig, möglichst selbsttätig zu tun, um eben Selbstwirksamkeitserfahrungen zu sammeln, dabei nicht aufzugeben und ihre Bedürfnisse und auch ihre Hilfewünsche entsprechend zu formulieren. Da kann uns diese Thematik der Resilienz, die Resilienzförderung in Anführungszeichen, dazu sage ich nachher noch mehr, sicherlich helfen. Dazu kann die Resilienzförderung beitragen. Ich möchte gerne einsteigen inhaltlich mit einem Zitat von Hans-Herbert Dreiske, was mir sehr, sehr gut gefällt, der schon vor vielen Jahren, Jahrzehnten kann man ja schon fast sagen, Folgendes schrieb: Man sollte Kinder lehren, ohne Netz auf einem Seil zu tanzen, bei Nacht unter freiem Himmel zu schlafen, in einem Kahn aufs offene Meer hinauszurudern. Man sollte sie lehren, sich Luftschlösser statt Eigenheime zu erträumen, nirgendwo sonst als nur im Leben zu Hause zu sein und in sich selbst Geborgenheit zu finden. Dieses Zitat von Hans-Herbert Dreiske kann angeknüpft werden an ein Beispiel, welches diese Forderung im wahrsten Sinne des Wortes erfüllt, nämlich die Geschichte von Ronja Räubertochter. Viele von Ihnen werden die vielleicht kennen oder vom Hörensagen kennen, diese Ronja, die Tochter des Räuberhauptmanns Matthis und der Frau Lovis ist.
Ronja Räubertochter ist ein sehr behütetes Kind. Sie wächst auf im Kreis der Räuber auf der Mattisburg und glaubt lange, die große Steinhalle in der Burg sei also die ganze Welt, die sie umgibt. Und als es nun an der Zeit ist, diese Welt außerhalb dieser Burg zu erkunden, macht sie sich auf den Weg, um sich vor den Gefahren des Waldes, den Graugnomen, den Grausetruden, den Rumpelwichten, den Dunkeltruden und Wasserfällen zu hüten. Und auch wenn Mathis, der Vater, eine wahnsinnige Angst hat um seine Tochter, gibt er ihr doch folgende Ratschläge mit auf den Weg. Er sagt zu ihr: Verirr dich nicht. Und als Ronja losgeht, fragt sie zurück: Und wenn ich mich doch verirre? Dann antwortet Mathis: Dann suchst du dir den richtigen Pfad an, sagt Ronja. Und dann hütest du dich auch davor, in den Fluss zu plumpsen. Und was tue ich, wenn ich in den Fluss plumpse, fragt Ronja. Na, dann schwimmst du, sagt Mathis. Na, dann sagt Ronja wieder und lernt also alles kennen, wovor sie sich hüten muss. Und weil sich diese Ronja in den Fluss plumpsen, springt sie am Ufer, dort, wo das Wasser am allerwildesten tobt, von einem glatten Stein zum anderen. Sollte das Hüten überhaupt von Nutzen sein, dann muss sie, so denkt sie, bei den Stromschnellen und bei den Strudeln üben, damit sie damit zurechtkommt. Und so lernt also diese Ronja ihre Sorge, ihre Angst auf der einen Seite kennen. Also sie lernt sich selbst besser kennen und gleichzeitig übt sie sich darin, Ängste zu überwinden und Sicherheit in den Fähigkeiten und Fertigkeiten, in jenen Kompetenzen zu erlangen, die sie braucht, um eben mit diesen Unwegsamkeiten dieses Waldes zurechtzukommen. Und dieser Teil von der Geschichte von Ronja, die beschreibt in sehr schöner Weise, wie Kinder physische und psychische Stärke entwickeln können. Und dabei nimmt tatsächlich Astrid Lindgren, die Autorin, in einer, wie ich finde, großartigen Art und Weise ein Konzept vorweg, was dann später unter dem Begriff der Resilienz große Popularität erlangt hat. Dieses Bild von Ronja Räubertochter nutze ich auch ganz aktiv, wenn ich mit Kindern direkt arbeite. Und jetzt vielleicht zur methodischen Vorgehensweise. Ich werde immer versuchen, an den entsprechenden Stellen auch der theoretischen Aspekte nochmal drauf einzugehen, was und wie man ganz praktisch mit Kindern arbeiten kann und versuche das auch relativ unabhängig vom Alter zu machen. Also zumindest mal werde ich es versuchen oder ich werde mehrere Beispiele dafür zeigen. Wenn ich mit Kindern arbeite und es mir wichtig ist, dass Kinder vielleicht ähnlich wie Ronja sich selber besser kennenlernen, finde ich, sind Geschichten als Einstieg immer erstmal ganz gut. Es ist viel leichter, sich den Blick nach außen zu richten und Stärken, Ressourcen, Potenziale anderer zu erfassen und zu beschreiben, als sofort den Blick auf sich selbst zu richten und zu schauen, was trage ich denn für Stärken in mir. Wenn ich Sie jetzt fragen würde, wenn wir jetzt uns analog sehen könnten und ich würde Sie fragen oder bitten, nennen Sie doch mal spontan 5 Ihrer Stärken, Ihrer Ressourcen, Ihrer Potenziale, von denen Sie denken, die machen mich in besonderer Weise aus und auf die bin ich auch sehr stolz. Möglicherweise würden einige von Ihnen sich damit recht schwer tun und würden sich vielleicht sogar wünschen, hätte Sie doch gefragt, was ich nicht so gut kann, das wäre mir bedeutend leichter gefallen. Also ich nutze diese Geschichte und lese Passagen von Geschichten von bestimmten Protagonisten und Protagonistinnen vor und arbeite dann mit den Kindern heraus, was hilft jetzt hier in unserem Fall Ronja in besonderer Weise mit den Stromschnellen zurechtzukommen, ihre Angst zu überwinden oder sich im Wald vor den wilden Tieren zu verbergen. Das ist nachher die Voraussetzung für mich, um dann mit Kindern direkt an ihren eigenen Potenzialen zu arbeiten. Aber dazu nachher noch mehr. Woran erkennt man nun die
den resilienten Menschen, das resiliente Kind. Resiliente Menschen, die erkennt man eben an einem gesunden Maß an Optimismus. In schwierigen Situationen erinnern sie sich an ihre Stärken und sie können auch in entsprechenden situativen Umgebungen diese Stärken mobilisieren und nach Lösungen suchen. Und sie wissen, an wen sie sich wenden können, wenn sie mit ihren eigenen Strategien nicht weiterkommen, wenn sie eben diese Hilfe benötigen. Resiliente Menschen, die bauen leichter Freundschaften auf und bilden Netzwerke. Sie glauben auch nicht daran, dass man immer perfekt sein muss und können sich auch hier und da selber loben. Sie können also Erfolge auf sich selber zurückführen und sie wissen, es ist eben nicht der Zufall, der uns zu bestimmten Fähigkeiten hilft, sondern es hat etwas mit meiner eigenen Stärke zu tun. Resilienz ist ein sperriger Begriff. Ich mag ihn tatsächlich nicht so besonders gerne, aber nun ist er eben einmal da. Er meint die Widerstandsfähigkeit, Spannkraft und Aktivität, dass man ihn vor allem in der Biologie und in der formgebenden Kunststoffindustrie verwendet und damit eben die entsprechenden Materialien beschreibt. Wir in der Psychologie, in der Pädagogik nutzen diesen Begriff, um damit den erfolgreichen Umgang mit belastenden Lebensumständen, mit Entwicklungsaufgaben und negativen Stressfolgen zu beschreiben. Also, wir meinen damit die psychische Widerstandsfähigkeit von Menschen gegenüber den biologischen, den psychologischen und den psychosozialen Entwicklungsrisiken. Walter Enderling, eine wichtige Forscherin auf diesem Gebiet der Resilienz, die bezeichnet oder beschreibt den Resilienzbegriff so, dass sie sagt, es ist die Fähigkeit von Menschen, Krisen im Lebenszyklus unter Rückgriff auf persönliche und soziale vermittelte Ressourcen zu meistern und als Anlass für Entwicklung zu nutzen. Also darin sieht man schon, es ist nicht nur das Potenzial, was in mir selber drin steckt, sondern auch die Ressource, die in der Umwelt liegen. Wir haben heute Morgen schon gehört, wie wichtig die Zusammenarbeit mit Familien ist, auch dazu nachher nochmal etwas vertiefend. Die Umweltressourcen, dazu gehört natürlich mitunter die Familie, aber eben auch unsere Institutionen können eine Ressource oder eben keine Ressource darstellen, wie die Schulen, die Kindertageseinrichtungen, der Hort, die Ganztagesbegleitung und vieles mehr. Aber eben auch der Sozialraum, das ist auch der Grund dafür, warum Resilienzförderung immer multimodal angelegt ist und man nicht nur die Personen selbst in den Blick nimmt, sondern auch schaut, wie ist das Zusammenspiel zwischen den Institutionen, die Kinder besuchen, zwischen den Familien, dem sozialräumlichen Umfeld, also dem erweiterten sozialräumlichen Umfeld und eben der Ressource, die in den Kindern selbst begründet liegen.